So, ich bin jetzt hier auch gefordert, denn ich muss hier irgendwie wieder rauskommen. Ohne irgendwie drauf zu gehen. Weil die Taschen sind, glaube ich, langsam voll. So, das reicht jetzt hier. Da unten habe ich noch was übersehen. Oder das ist runtergefallen. Ach komm, dann gehe ich doch immer hier vorne raus. Ne? Hier müssten wir auch rauskommen, glaube ich. Ach guck mal, ich dachte schon irgendwie, da kriegen wir bestimmt 2, 3 Folgen mit rum. Muss ich mir nicht mehr überlegen, was ich heute noch machen will in der Aufnahme. Und jetzt haben wir, ja, eine Folge rum. No, super. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Oh, jetzt bin ich hier oben gelandet. Ups. Ach komm, dann nehmen wir das ja auch nochmal mit. Oh mein Gott, hier geht's direkt. Nee, hier geht's doch nicht weiter. Boah, ich will jetzt kein Eisen zurücklassen, ne? Aber ich habe ja noch den Crafting Table. Warte mal. Machen wir mal ganz kurz so. Und dann so. Und so. Und dann haben wir schon mal etwas komprimierter. Aber das Lapis kann ich jetzt nicht mitnehmen, oder? Doch, kann ich. Gut. Einmal Lapis noch. Oder 2, 3 Mal Lapis noch, so. Fackel. Und dann baue ich mich runter. Und dann gehen wir einfach schon direkt wieder hoch, weil alles andere bringt ja jetzt auch nichts. So. Ja, die Ausbeute hat sich doch gelohnt. Muss man schon sagen. Ich habe gerade gesehen, da vorne ist noch Redstone. Den hole ich mir nochmal kurz. Da haben wir jetzt ja eh ein bisschen was auf Tasche. Da kann ich ja auch noch ein bisschen mehr mitnehmen, ne? Ach, komm. Kannst doch keinem erzählen. Komm, doch, jetzt bin ich da rüber gekommen. Ich dachte schon, ich komme da nicht rüber, dass der Sprung zu hoch ist oder sowas, aber das hat ja doch gut funktioniert. Hier sind noch keine Diamanten mehr. Nee, okay. Komm, ist egal. Ich gehe jetzt zurück. Ja, dann wird es jetzt für euch nicht zu langweilig. Wir waren ja letztens erst so lange in der Höhle, dann kann ich ja hier nochmal, ne? Und so, wisst ihr schon. Ach, das habe ich übersehen. Egal. Ne, ich gehe erstmal raus. So, ne, ich will euch jetzt nicht langweilen. Ich sprinte einfach mal heraus aus der Höhle. Dann haben wir das auch. Ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant, so, ne, den Vergleich zu sehen, auch von Grundschule zu weiterführender Schule und so weiter und so fort. Aber ist auch eine schöne Sache. Also, ist eine super Erfahrung, so ist nicht. Und ich habe es mir am Anfang schlimmer vorgestellt, als es jetzt letztlich ist. Wobei ich mit der Grundschule, an der ich bin, auch super Glück gehabt habe und super zufrieden bin. Deswegen, ja, da habe ich schon vieles gehört, was nicht so dolle ist. Und dann wäre es wahrscheinlich auch eine deutlich schwierigere Zeit geworden. Aber so, wie es jetzt läuft, die 2 Jahre, da bin ich ziemlich zuversichtlich. Juhu, da haben wir jetzt einiges rausgeholt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch Taff hatten. Naja, ein Taff, das hätte uns nicht viel gebracht. Ich nehme mal alles mit rüber. So. Brauche ich noch irgendwas von hier? Ich könnte natürlich... Ja, ich kann die Knochen wegbringen. Ich lasse mal die Diamanten. Habe ich die hier noch oder habe ich die drüben? Ich glaube, die habe ich komplett drüben, ne? Ich guck mal ganz kurz, was ich hier überhaupt lager. Ja gut, Lapis... Aber lasse ich auch mal auf Tasche. Eigentlich will ich alles auf Tasche lassen. Ich mache mir mal ein kleines bisschen was frei. Ich lasse mal ein bisschen Raw Iron hier. Und... was brauche ich jetzt vielleicht auch nicht? Normaler Deep Slate, Cobble Deep Slate brauche ich halt eigentlich. Ne, dann lasse ich so. Ich mache aber noch mal ganz kurz hier einmal die Ender Chest hin. So. Da packe ich dann noch mal die, die Fortune Pickaxe rein. Zack. Und dann gehe ich einmal noch mal ganz kurz, weil wir jetzt ja länger hier in der Region unterwegs waren, in der Höhle. Einfach so, um das für die Zukunft mal zu wissen, sind jetzt 20 Minuten in der Aufnahme ungefähr. Wie sieht denn jetzt das Ergebnis in der Monsterfalle aus? Da waren wir ja vorhin einmal drin. Und bis auf zwei Knochen ist das jetzt die Ausbeute aus, ich weiß nicht, 15, 18 Minuten. Kein Gunpowder. Das ist halt jetzt gerade wieder das Problem, ne? Wir brauchen
Creeper-Männer. Wir brauchen hier die Creeper-Männer. Oh, noch ein Skelett. Ja gut, da nehme ich mir nochmal den Knochen mit. Also vielleicht bauen wir die echt noch auf Bormiel um. Aber das wäre dann doch ein Umbau. Ich hatte nämlich mal geschaut, wir haben nämlich dann von der Deckenhöhe auf den einzelnen Etagen die Decke jeweils einen Block zu hoch. Das heißt, wir müssen die Decken alle niedriger setzen. Und wir halt brauchen halt einen riesen Haufen an Trapdoors, um daraus eine Creeper-Farm zu machen. Wenn wir das machen, dann dürfte die Creeper, die Creeper-Farm hier so, dürfte dann aber auch super effektiv sein. Deswegen wäre es eigentlich gar nichts Schlechtes, aber ich würde auf jeden Fall damit erstmal warten. Weil an sich, wir haben jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen Gunpowder, was wir für Firebird Rockets benutzen können, also für ne, die Raketen. Und, ach, das sieht auch mal besser aus hier. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt nicht super dringend, aber ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir es wirklich irgendwann machen werden. So, ja, das Sugarcane wächst jetzt gerade natürlich nicht, solange wir hier sind, aber das sieht doch ganz cool aus. Wie gesagt, ne, also hier kommt irgendwie dann so ein kleinen, so ein bisschen unterkunftmäßig was hin für die Arbeiter. Hier so ein kleiner Steg vielleicht runter, der hier entlang geht. Und ja, hier vorne vielleicht dann ein größerer, industriellerer Steg eher, wo man hier Sachen auch richtig abfahren kann und dann hier ein Leuchtturm. Da könnten wir vielleicht die Insel auch noch fertig machen. Ne? Also ich wollte ja jetzt wirklich in der Staffel mal mich mehr darauf konzentrieren, jetzt hier mal wirklich an einem Ort was hinzukriegen. Und das größte Problem ist natürlich, hier fehlt noch das, die Inneneinrichtung, bei der Scheune fehlt natürlich noch die Inneneinrichtung und ich sag euch jetzt schon, wenn wir den, wenn wir den Bauernhof, also das Bauernhofhaus gebaut haben, dann werden wir da natürlich auch wahrscheinlich erstmal keine vernünftige Inneneinrichtung haben, so wie hier auf der oberen Etage. Ich meine, ich bin froh, dass ich die untere Etage vom Haus eingerichtet habe und dass der Keller gut aussieht. Aber es ist natürlich auch noch super viel hier offen, ne, in unserer kirchspielischen Residenz. Also so gesehen, ja, mal schauen, wo das Ganze hingeht. Im Dorf müssen wir auf jeden Fall auch noch weiter bauen. Dann passiert jetzt noch so viel und wir sind gerade auf dem besten Weg zu Folge, zu Folge 550. Mal gucken, was wir da wirklich noch schaffen. So, jetzt aber erstmal die Sachen verstauen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Deep Slate. Haben wir hier Cobble Deep Slate. Da haben wir jetzt natürlich super was rausgekriegt, den wir dann auch wieder benutzen können für verschiedenste Sachen. Der Tough. Ja, guck mal, das ist doch mal eine Tough-Ausbeute. So wie ich es mir vorgestellt habe. So, und jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Kohle haben wir nicht rausgeholt. Eisen. Haben wir jetzt einige Blöcke auf Raw Iron rausgezogen. Da haben wir nichts von. Wo habe ich. Ach, habe ich. Was habe ich denn gerade getroffen? Habe ich die getroffen? Yo, krass. So, 27 Diamanten plus 26 macht 53 Diamanten. Ich bin so happy darüber, ne? Ihr glaubt es gar nicht. Also. Ich kann halt selber kaum glauben. 53 Diamanten. Da sind wir auf einem super Weg, 53, wenn ich das jetzt überlege, wir müssen ja, wir brauchen 7 Diamanten pro Copy von dem Netherite Upgrade. Und wenn ich das jetzt mit 53 oder 45 könnten wir nehmen, das heißt, es wären 5 Copies. Das heißt, es lohnt sich zumindest, also wir kriegen jetzt auf jeden Fall die Rüstung komplett voll. Oder eben eine andere Sache, oder eben ein Toolset komplett voll. Müssen wir mal schauen, ob wir das mit den Silk Touch Tools machen oder ob wir das mit dem Dingens machen. Aber wir brauchen natürlich noch mehr Ancient Debris erstmal. Und dafür am besten halt. Wie heißt es? Ah. Oh, Lapis muss ich noch wegpacken. Für das Ancient. Okay, hier ist doch relativ viel Lapis. TNT brauchen wir, um das Ancient Debris farmen zu können. So, genau, hier würde ich gerne weitermachen. Ne? Den Eingangsbereich würde ich erstmal so lassen. Die Wand würde ich auch erstmal so lassen, weil ich noch nicht weiß, in welche Richtung das nochmal geht. Aber hier können wir natürlich jetzt weiter den Keller so ein bisschen ausbauen. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, was halt sehr, sehr eintönige Arbeit ist. Aber muss natürlich auch gemacht werden. Ja, ne, das gehört halt zu Minecraft auch dazu. Aber ich finde es, an sich finde ich es richtig, richtig entspannt zu machen. Aber da passiert es mir halt leider auch schnell. Obwohl es eigentlich so eine eintönige Arbeit ist, wo man sich nicht konzentrieren muss.
passiert es mir da doch relativ schnell dann doch mal, ja, dass ich einfach dann aufhöre zu sprechen, weil ich dann, ja, ich weiß nicht, wie in so einer Art Trance verfall, weißt du? Einfach so total bescheuert, aber ist halt einfach so. So, ach, wir sind hier unter der Treppe, ne? Ach, krass. Warte mal, ich hole mal das hier kurz raus und dann machen wir einmal so. Und so. Ach krass, das habe ich jetzt gar nicht mehr erwartet, dass wir hier unter der Treppe noch irgendwie rauskommen. Ich mache jetzt hier auch mal in kleinen Schritten weiter, ne? Wir müssen ja nicht zu viel machen. Ich hebe jetzt auch erstmal nur aus, zumindest ein kleines bisschen. Und dann können wir alles andere auch später noch machen. So. Ja gut, eigentlich ist die Decke schon drin, außer jetzt da unter der Treppe so ein bisschen. Ja, aber dann können wir hier später mal schauen, wie wir dann wirklich unser Lager vernünftig einrichten wollen. Hier ist noch kein Boden drin. Alles klar. Da weiß ich nämlich auch noch nicht. Das würde ich mal in der Kopie dann so ein bisschen ausprobieren, wie wir das dann wirklich schöner machen können. Dass wir das dann im Let's Play auch einmal richtig machen und dann sind wir fertig damit. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn wir hier halt unser Hauptlager dann hinbauen. Ich würde dann halt gerne von der Kirschblütli-Residenz irgendwann mal ein Stückchen noch weiter in die Himmelsrichtung gehen. Weil wir sind ja hiermit voll am Rand. Ne? Der Bauernhof ist ja jetzt quasi so unsere, ja, die Mitte unseres Lebens, wenn man so möchte. Und ja, wenn wir dann jetzt ständig irgendwie noch, ich mache nochmal zwei in der Tiefe. Wenn wir dann jetzt ständig noch irgendwie... Ja, hier hinten immer hinrennen, obwohl wir eigentlich gar nicht hier hinten unterwegs sind. Sondern beim Bauernhof oder bei unserem Starterhaus. Da ist das halt auch irgendwie blöd. Und deswegen Richtung dem Fluss werden wir auf jeden Fall auch irgendwann mal gehen. Oder wo unser Zelt auch steht, die Ecke. Aber ich habe halt noch keine Ahnung, was man da überhaupt oder was wir da hin machen könnten. Deswegen wird es halt hier erstmal so am Rand bleiben, am äußeren Rand. Aber trotzdem soll das ja halt unsere Main Base werden und deswegen, ja, das ganze Lager erstmal hier hin. Aber ich habe mir natürlich auch schon ganz viele Gedanken gemacht für zukünftige Staffeln und bin momentan einfach schon so am Überlegen, ja, für Folge 600, Folge 700, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Staffeln? Ein paar Sachen habe ich ja schon angesprochen, wo ich halt insgesamt einfach drüber nachgedacht habe. Stichwort Ende und sowas. Deswegen, ja, da würde ich einfach mal schauen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, Folge 700 oder Folge 800, dass wir dann schon, ja, in dem Bereich sind, wo wir sagen, gut, machen wir jetzt. Gehen wir ins Ende. Beenden wir das Spiel. Aber gut, ne, bisschen Zeit ist ja noch bis dahin. Auf jeden Fall ist da noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir müssen da ja auch nichts überstürzen. So. Dann gehe ich mal ein bisschen Taff holen und Holz. Ach scheiße, was hatten wir da an der Wand? Okay, wir haben super viel Endeside gerade. Ob ich Gravel? Ups, das wollte ich nicht machen. Ne, das ist ein Deep Slate. Hier müsste ja Gravel und sowas sein. Da ist Gravel. So. Und Cleanstone. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ein bisschen Taff schon mal holen. Wir haben ja auch noch einiges hier offen. Das reicht erstmal mit dem Polish Taff. Ich glaube, das Stack sollte reichen. Auf jeden Fall haben wir Dark Oak Planks, die wir brauchen. Da mache ich einfach schon mal ein paar mehr. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr für die... Ach nee, für die Wände brauchen wir ja Stone Bricks, ne? Ich gehe erstmal gucken, was wir jetzt eigentlich überhaupt brauchen, so konkret.